Unser nächster Fall wird seit 40 Jahren heftig diskutiert. Sind Amerikaner wirklich jemals auf dem Mond gelandet? Der 20. Juli 1969. Gebannt verfolgen Millionen Deutsche das Jahrhundertereignis. Vor den Fernsehschirmen in Schaufenstern bilden sich begeisterte Menschentrauben. Dass ein Astronaut den Erdtrabanten betreten hat, können viele noch immer nicht glauben. Manch einer zweifelt bis heute. Was, wenn der Adler in Wahrheit nie auf dem Mond gelandet ist? Schon unter Präsident Johnson war klar, dass Mondmissionen unmöglich sind. Und so kamen sie auf die Idee, die Landung zu fälschen. Ein Bluff, vor allem gegenüber den Sowjets. Die Mondlandung kein Jahrhundertereignis, sondern nur die teuerste Filmproduktion aller Zeiten? Im Wettlauf zum Mond haben Anfang der 60er Jahre sowjetische Kosmonauten die Nase vorn. Juri Gagarin ist der erste Mann im All und auch der erste Weltraumspaziergang steht im Zeichen von Hammer und Sichel. Gerade mal 4 Jahre später die große Überraschung. Amerika hat den Rückstand aufgeholt und das Rennen zum Mond gewonnen. Beklatscht das Publikum einen erschummelten Triumph, der mit der Technik von damals gar nicht möglich gewesen wäre? In jedem Auto von heute steckt mehr Computerleistung als in der Apollo-Kapsel. 14 Monate vor dem Starttermin testet Neil Armstrong ein Modell der Landefähre. Mit katastrophalem Ergebnis. War die US-Technik wirklich schon reif für eine Mondlandung? Oder sind alle Bilder der Mission gefälscht? Ausgerechnet die gestochen scharfen NASA-Fotos wecken Misstrauen. Warum sind am Mondhimmel keine Sterne zu sehen, obwohl es dort keine Wolken gibt? Und warum scheint die US-Flagge im Wind zu wehen, obwohl es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt? Wenn Hollywood oder professionelle Filmemacher die Mondlandung gedreht hätten, hätte sie sehr viel spektakulärer ausgesehen. Dann würden sie nämlich garantiert Sterne sehen. Dann würde alles sehr viel mehr so danach aussehen, wie die Leute sich vielleicht vorstellen, dass eine Mondlandung aussehen würde. Aber hat die NASA bei der Inszenierung vielleicht nur geschlampt? 5% der Amerikaner glauben an den großen Bluff. Und die Deutschen? Heute kommt mir das schon komisch vor, weil die so lange nicht mehr oben waren. Ich finde es ziemlich unglaubwürdig. Das könnte man ja auch einfach nachstellen, irgendwo in der Wüste oder irgendwo in einem Fernsehstudio. Der Verdacht einer Verschwörung und die Erklärung der Wissenschaft. Erstens, die fehlenden Sterne. Ein Phänomen, das die Astronauten nach der Rückkehr selbst erklären. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Die Astronauten auf dem Mond können keine Sterne sehen, weil sie auf der Sonnenseite gelandet sind. Das Phänomen ist gut bekannt auf der Erde. Bei Tag kann man keine Sterne sehen. Die Sonne scheint so hell, dass alle anderen Gestirne unsichtbar bleiben. Selbst bei Nacht verblasst der Sternenhimmel in urbanen Regionen mit viel Beleuchtung. Zweitens, nicht Wind versetzt die US-Flagge in Bewegung, sondern die Astronauten selbst beim Eindrehen des Fahnenmastes. Weil es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt, schwingt die Flagge minutenlang weiter. Auch ohne Wind. Aber wie hat es die NASA mit derart primitiven Computern bis zum Mond geschafft? Die Erklärung ist einfach. Gerechnet wird am Boden, in schrankwandgroßen Apparaten. Zur Apollo werden nur fertige Befehle gefunkt. Die Kapsel selbst braucht deshalb kaum eigene Computerleistung.
Die NASA beschäftigt damals 400.000 Menschen. Gäbe es tatsächlich eine Verschwörung, dann hätten alle diese Mitwisser bis heute schweigen müssen. Das Spannende für mich daran ist eigentlich, dass es einen Akteur gibt, der nun gerade nicht die Verschwörungstheorie um die Mondlandung propagiert hat, obwohl sie eigentlich diejenigen gewesen wären, die alles dadurch gewinnen hätten können. Und das war die Sowjetunion. Die haben das nämlich nicht behauptet. Warum glauben dennoch so viele an den großen Mondbetrug? Allen voran die Amerikaner selbst. Viele glauben einfach grundsätzlich, dass die Regierung uns belügt und nicht zum Wohl der Menschen arbeitet. Dieses Gefühl entstand in den späten 60ern, nach den Morden an den Kennedys, an Martin Luther King und Malcolm X. Im Juni 2009 hat die NASA wieder eine Sonde zum Mond geschickt. Sie soll nach Wasser suchen und endgültige Beweise liefern. Fotos von den Landeplätzen der 6 bemannten Mondmissionen. Auf den ersten Bildern ist noch wenig zu erkennen. Sobald die Sonde nah genug heran ist, soll sie bessere Fotos liefern. Die Verschwörungstheorie wird wohl dennoch in der Welt bleiben. Wer sagt denn, dass die neuen NASA-Bilder diesmal echt sind?